Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Talk am Dom Spezial. Deshalb Talk am Dom Spezial, weil wir eine Spezialsendung heute hier vom Hessentag in Kassel machen, und zwar direkt von der Elisabethkirche. Herzlich willkommen Ihnen als unserem Publikum. Herzlich willkommen denjenigen, die uns an den Monitoren oder eben an den Fernsehschirmen zuschauen. Und vor allen Dingen herzlich willkommen an den Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Herrn Bertram Hilden. Ja, schönen guten Tag an Sie und an Sie beim wunderbaren Hessentagswetter. Hessentag ist auch gleich so die erste Frage, auf die ich also kommen möchte. Sie sind ja nun Gastgeber des Hessentags, ein bisschen kurzfristig eingesprungen. Die erste Frage, Hessentag als Chance für Kassel. Ja, als Fellmer Ende 2011 die Austragung zurückgegeben hat, haben wir uns überlegt, springen wir ein. Das hat den Vorteil, dass der Hessentag in Nordhessen bleibt. Das ist allerdings auch damals ein bisschen kritisch diskutiert worden, weil Kassel dann nach 1970 erst wieder eine große Stadt in Hessen gewesen wäre und dann geworden ist, die den Hessentag ausrichtet. Und in den kleineren Mittelzentren besteht eine andere Struktur als in der großen Stadt. Wir haben uns das überlegt. Ich habe mit dem Land verhandelt wegen der kommerziellen Dinge, und dann haben wir im Dezember 2012 beschlossen, wir machen das. Und jetzt 2,5 Tage vor dem Ende des Hessentages, glaube ich, kann man sagen, das war die richtige Entscheidung. Wir haben viele Gäste, die ein gutes Gefühl von der Stadt mit nach Hause nehmen. Und das war unser maßgebliches Ziel, die Menschen davon zu überzeugen, dass Kassel eine wunderbare Stadt ist, in der man gut leben kann, in der die Menschen im Wesentlichen gut miteinander zusammenleben. Und dieses über viele Jahre und Jahrzehnte entstandene Vorurteil, in Kassel sei es kalt und wir seien alle arm und es sei grau und manche sagen die westlichste Stadt Sibiriens, dass das ein für alle Mal zu Ende ist. Und ich glaube, da haben wir einen wichtigen Beitrag zu geleistet. Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck? Sie sind natürlich auch an allen möglichen Ecken des Hessentags gewesen. Wie ist Ihr persönlicher Eindruck von dem Angebot, was es hier gibt? Und Sie haben ja die Menschen schon, die Reaktion schon angedeutet. Also mich freut insbesondere die offene Herangehensweise und das Zugehen gerade unserer jungen Leute. Die Ehrenamtlichen sind ja über 1000, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt haben, mit den Hessentag zu gestalten und dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen an der richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und die machen das mit einer ungeheuren Freude und packen richtig gut mit an. Das ist das eine. Und das andere, was mich sehr überzeugt, man wird angesprochen und sagt, die Stadt hat das gut gemacht, der Oberbürgermeister, das war eine richtige Entscheidung. Also ich habe den Eindruck, es ist eine gute Stimmung in der Stadt im Zusammenhang mit dem Hessentag. Und das ist, denke ich, auch wichtig, weil es zum Ausdruck bringt, dass die Menschen ihre Stadt, ich nenne jetzt mal das altmodische Wort, lieben und als ihre Heimat begreifen und sich deswegen auch freuen, wenn es ihr gut geht. Haben Sie eine erste Zwischenbilanz? Also man hat ja gehofft, dass es ein Rekord-Hessentag würde. Ist man auf dem Weg dahin oder muss man den Rekord abschreiben? Wissen Sie da schon was? Also ich denke, wenn der Tag heute rum ist, werden wir 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher haben. Und wenn das Wetter hält, und das sieht so aus, dann werden wir, das ist meine Schätzung, am Ende des Festzuges und dann, wenn nochmal die Ärzte aufgetreten sein werden im Aue-Stadion, so 1,6 bis 1,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern gehabt haben. Und das wäre in der Tat eine neue Höchstzahl nach Oberursel, die 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher hatten. Die liegen auch ein Stückchen näher an Frankfurt als wir. Wir müssen das mit eigenen Kräften stemmen und das sieht so aus. Und das sind dann hoffentlich Menschen, die auch festgestellt haben, wie schön Kassel ist, welche schönen Dinge es in Kassel gibt und die wiederkommen. Ich denke, das ist, glaube ich, auch etwas, was Sie anstreben, so ein Langeffekt, oder? Also ich finde, viel wichtiger als die schiere Zahl der Besucherinnen und Besucher ist genau das, was Sie angesprochen haben, die Frage, was nehmen die mit nach Hause? Welchen Eindruck haben die 10 Tage auf unsere Gäste gehabt? Und mein Eindruck ist, dass das eine sehr positive Reaktion ist und das nehmen dann viele Menschen mit. Und dann hat der Hessentag sein Ziel für uns erreicht, unsere Stadt von der besten Seite zu präsentieren. Ich hätte schon gern, dass Sie mir ein Geheimnis verraten, hört auch keiner zu. Wie haben Sie es hingekriegt, in diesem Jahr, in diesem wettermäßigen Katastrophenjahr, ausgerechnet die einzige bisherige Sommerwoche für den Hessentag zu buchen? Wie geht sowas?
Das ist ganz einfach. Das liegt daran, dass Petrus ein Kasseläner ist. Ja? Und ich sage das ein bisschen scherzhaft, aber als wir gestern, also um diese Zeit ein bisschen früher, so eine Gewitterwand von Süden kommend, woher auch sonst, nach Kassel zog, dann haben sie gesehen, dass diese Gewitterwand sich teilte und ein Teil westlich und ein anderer östlich an Kassel vorbeigezogen ist und sich hinter Kassel im Norden wieder vereinte. Das heißt, wir sind von diesem Gewitter völlig verschont geblieben. Ich war gestern im Aue-Stadion und als wir nach Hause gingen, da war es so 22:45 und da war alles noch trocken und danach fing es ganz leise an zu regnen. Und wenn Sie schauen, was sonst in Hessen los war, weiß man, dass unser Hessentag unter einem guten Stern stattfindet. Also unsere Talk am Dom Spezialwand hat sich ein paar Mal selbstständig gemacht gestern, weil dann doch die Böen hier reinknallten, aber ansonsten sind wir auch einigermaßen gut davongekommen. Evangelische und katholische Kirche engagieren sich auch auf dem Hessentag. Wie wichtig ist das für den Oberbürgermeister von Kassel, dass auch die Kirchen mit im Boot sind? Nun, die Kirchen, die katholische Kirche und die evangelische Kirche sind wichtige Einrichtungen in unserer Stadt, im Bereich des Glaubens, aber auch im Bereich vieler, unendlich vieler sozialer Einrichtungen, ob das die Sozialeinrichtungen sind, ob das die Kindertagesstätten sind, ob das Schulen sind. Und deswegen gehören die Kirchen zur Stadtgesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass diese wichtigen Teile der Stadtgesellschaft sich auch, wenn die Stadt sich zeigt und präsentiert, dabei sind. Und ich finde, es gibt immer noch einen besonderen Aspekt, der nämlich, dass wenn man aus diesem ganzen Trubel des Hessentages einfach mal sich ein bisschen zurückziehen will, ein bisschen nachdenken oder die Lautstärke der Straße hinter sich lassen will, dann sind Orte wie hier die Kirche oder die Karlskirche oder die Martinskirche Räume, in denen man einfach mal für ein paar Minuten oder ein bisschen länger zu sich kommen kann und sollte. Und das finde ich beides gut. Kirchen als Teil der Stadtgesellschaft mit einem besonderen Angebot und einem, das die Ruhe in dem Trubel den Menschen gibt. Sie stammen ursprünglich aus Thann in der Rhön. Für diejenigen, die Thann nicht kennen, das ist die protestantische Hochburg in einem ansonsten katholischen Gebiet. Und gelernt, in Anführungsstrichen, haben Sie, Sie sind Rechtsreferendar damals gewesen, in Fulda, der katholischen Hochburg überhaupt in Hessen. Wie ging das? Wie hat das funktioniert? Wie sind Sie da durchgekommen? Ja, in Fulda ging das, weil es eine große Stadt ist, leichter als die Jahre vorher bis zur mittleren Reife. Da sind wir nämlich nach Hilders zum Gymnasium gefahren und da waren wir vielleicht 5, 6 Evangelische aus Thann und die anderen Schulfreundinnen und Schulfreunde waren katholischen Glaubens und das war manchmal nicht so ganz einfach. Weil wenn man dann in die Kirche ging, dann war erstmal die Frage, in welche geht man. Und dann war das für uns immer so ein Thema mit dem Weihrauch, waren wir nicht gewöhnt. Und, also Sie reden vom Schulgottesdienst? Ich rede vom Schulgottesdienst. Also das war damals, heute ist das völlig anders, nicht so ganz einfach. Damals galt auch noch ein bisschen der Grundsatz, jemand aus einem evangelischen Ort heiratet nicht eine oder einen aus einem katholischen. Und bei der Kirmes geht man auch nicht hin. Wir haben alles ein bisschen anders gemacht als die Menschen in den katholischen Dörfern. Wenn die Fasching gefeiert haben, haben wir es ums Verrecken nicht getan. Und das hat sich jetzt alles völlig verändert. Aber es waren damals schon durchaus sichtbare Unterschiede in einem solchen Ort. In meinem Heimatort in Thann gab es bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges überhaupt keine katholischen Mitbürger. Es gab eine jüdische Gemeinde, die dann durch die Nazis ausgerottet ist. Und Thanner mit katholischem Glauben sind erst nach Thann gekommen, als die Flüchtlinge in Thann eine neue Heimat gefunden haben. Also das ist damals so eine Mischung geworden. Jetzt auch alles sehr entspannt. Damals war das noch ein bisschen so die Situation der kleinen Minderheit, die versuchen muss, sich gegen die große Mehrheit irgendwie zu behaupten. Sie sind im Grunde genommen ja direkt an der Grenze zur ehemaligen DDR groß geworden.
Was haben Sie da so erlebt? Und zweite Frage sofort hinten dran, hat das auch Ihre heutige politische Einstellung beeinflusst? Also das war eine schwere Zeit. Sie müssen sich vorstellen, die Grenze um Tanarum ist so 3 Kilometer entfernt und Sie können nur, egal wo Sie hinwollen, in eine Richtung rausfahren. Weil so ein Bogen schließt. Ne? Und meine Mutter, die kommt aus dem Nachbarort in Thüringen, Unterweit. Das ist von Tann 3 Kilometer weg und wir konnten dort nie hin. Weil damals gab es in der DDR noch diesen internen DDR-Sperrbezirk, in dem sowohl Bürgerinnen und Bürger der DDR als auch Westbesuch überhaupt nicht rein durfte, sondern nur zu ganz besonderen hohen Familienfeierlichkeiten oder Anlässen. Und was ich nie vergessen werde in meinem Leben, ist, als mein Großvater gestorben war und beerdigt wurde. Da durfte nur seine Tochter, also meine Mutter und eine Begleitperson in diesen DDR-Sperrbezirk. Und das war mein älterer Bruder. Die beiden sind dann auf einem langen Weg über 120 Kilometer gereist, um diese 3 Kilometer zu überwinden. Und mein Vater und ich, der wir nicht mit durften, wir standen am Nachbarort in Labach am Kugelbaum und haben im Fernglas gesehen, wie der Großvater beerdigt worden ist. Das vergesse ich nie. Und die, die für die Spaltung Deutschlands verantwortlich waren und auch für diesen Zustand, die dürfen in Deutschland nie mehr das Sagen kriegen. Das ist auch Ihre politische Überzeugung, die Sie bis heute, ich denke, deutlich vertreten. Tann und Kassel haben ja ein bisschen was gemeinsam. Nicht die Größe, aber sie sind beides Zonenrandgebiet. Ist das einer der Gründe, warum Sie von Tann dann letztendlich nach Kassel gewechselt sind, um dort Oberbürgermeister zu werden? Nein, das hat relativ klar politische Gründe. Ich war Rechtsreferendar in Fulda, kein Schlechter. Und mein Ausbilder, Herr Dr. Rücker, den ich sehr geschätzt hat und der mich auch sehr geschätzt hat, hat auf meine Frage, sagen Sie mal, Herr Dr. Rücker, kann man in der Stadtverwaltung in Fulda als Sozialdemokrat und Jurist eine Beschäftigung finden, gesagt, ach, wissen Sie, ich würde Sie ja einstellen, aber gucken Sie sich lieber woanders um. Und dann habe ich mich da umgeguckt, wo es für einen Sozialdemokrat leichter gewesen ist. Ich habe Hans Eichel gekannt. Der hat damals für 2 Kollegen, ein Freund von mir und mich, im Magistrat einen Beschluss gefasst. Und der hieß, wenn die beiden Jungs ein Prädikatsexamen machen, im 2. Staatsexamen, dann stellen wir die ein. Und so ist es auch gekommen. Und so bin ich 14 Tage nach meinem 2. Staatsexamen am Oberlandesgericht in Frankfurt Magistratsrat in der Stadt Kassel geworden. Womit wir jetzt also nicht nur wissen, wie er Oberbürgermeister letztendlich geworden ist, sondern dass er auch ein tolles Examen gemacht hat, meine Damen und Herren. Auch das sollte man erwähnen. Trotzdem nochmal etwas ernsthaft zurück. Gibt es denn trotz alledem Parallelen zwischen Kassel und Tann? Wirkt sich also Zonenrandgebiet ähnlich aus oder wirkt sich es ganz anders aus? Ist ja vorbei, aber... Also damals, glaube ich, ist ein Unterschied. Kassel hat unter der Zonenrandlage richtig gelitten. Wirtschaftlich, ökonomisch, von der Frage, wie entwickelt sich die Stadt. Das war in den kleinen Dörfern direkt an der Grenze nicht so der Fall. Wir waren zwar auch hart dran, weil wir unser thüringisches Hinterland und all das verloren haben, aber die damalige Politik hat unendlich viel Geld, Zonenrandförderung, Stichwort, in die kleinen Dörfer getan. Und als mein Vater, der war da glaube ich 34 oder 35 Jahre Bürgermeister in Tann, nicht mehr kandidiert hat aus gesundheitlichen Gründen, da hat er einen Haushalt übergeben, bei dem die Habenzinsen höher waren als die Sollzinsen. Und das haben wir in Kassel bis nachher nicht geschafft. Wir sind auf dem besten Wege, aber die ökonomische Situation in den kleinen Dörfern war damals gut, wegen der besonderen Zonenrandförderung. Das gab es in Kassel in dem Maße nicht und deswegen ging es der Stadt durch die Teilung richtig schlecht. Das hat sich jetzt umgedreht. Wenn ich in meinen Heimatort fahre, nach Tann, dann gibt es dort viele Häuser, die leer stehen. Die jungen Leute ziehen ein Stückchen weg. Und es gibt auch eine Reihe von Betrieben, die dann eben 4 Kilometer auf die andere Seite der früheren Grenze nach Thüringen gewechselt sind, weil dort die Förderprogramme stärker Platz greifen als bei uns. Das heißt, denen ist es ökonomisch durch den Wegfall der Grenze nicht besser, geht es nicht besser, aber Kassel deutlich besser, weil jetzt die zentrale Lage in Deutschland sich
extrem positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung Kassels ausübt. Also uns ging es damals besser im Verhältnis zu Kassel und das hat sich jetzt mit dem Wegfall der Grenze, ist mein Eindruck, genau umgedreht. Die Kasseläner, Kasselaner und Kasseler werden genau zugehört haben. Sie haben gesagt, es ist noch nicht so weit. Das heißt also, eines Ihrer Ziele ist in der Tat, Kassel zu mehr Prosperität zu führen, zum ausgeglichenen Haushalt, zu mehr Einnahmen als Ausgaben. Also da sind wir gut. Wir hatten letztes Jahr noch ein kleines Defizit von 7,5 Millionen. Das ist für eine Privatperson unendlich viel Geld. Auch für einen Oberbürgermeister bei einem Haushalt von 750 Millionen sind 7,5 Millionen noch eine Größenordnung, die man handhaben kann. Und mein Ziel ist es in der Tat, dass wir uns so positiv weiterentwickeln wie in den vergangenen Jahren und dass wir am Ende nicht nur ausgeglichene Haushalte, sondern Überschüsse haben und die Schulden abbauen. Meine Vorstellung ist immer die, dass der Kämmerer und ich mal zum Regierungspräsidium zur Genehmigung des Haushaltes gehen, den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung mitnehmen, dem Regierungspräsidenten sagen, jetzt trinken wir noch eine Tasse Kaffee und in der Zwischenzeit genehmigen Ihre Mitarbeiter uns den Haushalt und dann nehmen wir uns den genehmigten Haushalt gleich wieder mit, weil wir keine Schulden mehr zu genehmigen haben. Das ist so die Vorstellung eines Oberbürgermeisters, brauchen wir noch ein paar Jahre. Ich wollte gerade fragen, wie lange wird es dauern? Das ist schwer zu sagen. Ich gehe mal davon aus, wenn die wirtschaftliche Entwicklung, auf die wir ja in vielerlei Hinsicht überhaupt keinen Einfluss haben, was das Bankensystem in Zypern oder Griechenland auf Europa für Auswirkungen hat, dann bin ich guter Dinge, dass wir in 10, 12 Jahren unsere Schulden weg haben. Lassen Sie uns bitte noch mal ein bisschen über Kirche reden. Wir sitzen ja hier direkt vor der Elisabethkirche. Was verbinden Sie mit diesem Ort? Was verbinden Sie mit der Elisabethkirche? Nun, es ist eine der drei zentralen Kirchen in der Stadt, die mitten im Zentrum Kassels, dem Herz Nordhessens liegen. Es ist eine Kirche, in der viele Dinge geplant, veranstaltet werden, wie die Reihe hier, die über die kirchliche Nutzung im engeren Sinne, also als Gotteshaus hinausgehen und trotzdem Aspekte aufgreifen, die für die Menschen, seien sie nun religiös oder nicht, von besonderer Bedeutung sind. Und das, wie gesagt, mitten im Herzen des nordhessischen Oberzentrums sichtbar für viele Menschen. Ein bisschen traurig war man, dass Sie seinerzeit nicht hier zur Kirche gekommen sind, als diese Balkenhol-Figur, also die Figur des Künstlers Balkenhol, in den Turm gesetzt wurde. Ich denke, Sie hatten damals triftige Gründe, denn es gab ein bisschen Knatsch mit der Documenta-Leitung und Sie waren auch im Aufsichtsrat, glaube ich, der Documenta. Deshalb frage ich Sie auch gar nicht nach dem, was damals war, aber ich frage Sie nach dem, was heute ist. Sind Sie als Oberbürgermeister von Kassel ja, jetzt mit dieser Figur versöhnt? Können Sie jetzt mit dem Mann im Turm leben? Natürlich, und zwar uneingeschränkt. Und es ging auch nicht um das Kunstwerk selber, sondern es ging um den Zeitpunkt, wann es der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Und es ging um den Ort. Und meine Haltung war damals die, wir haben in 5 Jahren 100 Tage Documenta. Und dann sollte man sich im Zentrum der Documenta im Fridericianum und in der Nähe ein Stückchen zurückhalten, Kunst zu zeigen, zu präsentieren, die nicht von der Kuratorin ausgewählt worden ist, um Verwechslungsgefahren auszuschließen, um klarzumachen, was Documenta ist in diesen 100 Tagen und was nicht Documenta ist. Und das war damals mein Punkt. Und wenn dieses wunderbare Kunstwerk von Balkenhol, der ja ein sehr renommierter Künstler ist, vor oder nach der Documenta hier präsentiert worden wäre und ich eine Einladung bekommen hätte, was ich damals auch bekommen habe, wäre ich sehr gerne hierher gekommen. Das heißt also, wenn es jetzt im Herbst die Ausstellung Requiem für eine verlorene Stadt des Künstlers Wolfgang Lu heißt er, glaube ich, gibt, dann werden Sie zur Ausstellung kommen? Dann werde ich zur Ausstellung kommen, sofern es mein Kalender zulässt, aber ich komme gern, ich bin Kulturdezernent unserer Stadt und die damalige Auseinandersetzung rührte ausschließlich aus dem Aspekt Documenta und hat mit dem Kunstwerk selbst überhaupt nichts zu tun. Man wird sich freuen, Sie hier zu sehen. Aber wenn wir schon dabei sind, Requiem für eine verlorene Stadt. In Kassel ist viel durch den Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Wie sah die Stadt nach dem Krieg aus? Ja, Kassel ist, das wissen alle, Kasseläner, Kasselaner, Kassler,
im Krieg sehr schwer zerstört worden, insbesondere in der Nacht vom 22. Oktober 1943. 10.000 Menschen haben in dieser Nacht ihr Leben verloren und die Stadt ist dann sehr schnell wieder aufgebaut worden, auch um den Menschen ein Dach über dem Kopf zu beschaffen, und zwar nach den damals durchaus modernen Kriterien einer Stadt, in der auch für die Mobilität und Autos Platz ist. Wir waren in manchen Teilen ganz vorne, das ist die erste Fußgängerzone, das ist die erste Treppenstraße gewesen, und manche 50er-Jahre-Gebäude, wenn Sie hier rübergehen und sich die AOK anschauen oder das alte EAM-Hochhaus, das sind architektonische Meisterleistungen. Aber wenn man mehr Zeit hätte und die Stadt jetzt nochmal aufzubauen hätte, würde man das sicherlich anders tun. Aber das ist würde, könnte, hätte. Die Stadt ist, wie ich finde, in den 50er-Jahren aufgebaut worden. Die hat ihre schwachen Stellen architektonisch, die hat ihre starken. Und ich bin auch niemand, der, und sei sie noch so schön gewesen, der 43 zerstörten Stadt in dem Sinne nachtrauert, dass man nur das Gute in der Vergangenheit sieht und das Schlechte in der Gegenwart. Ich glaube, wir sollten nach vorne schauen und stolz auf das blicken, was wir geschaffen haben, die Ärmel hochkrempeln und die Stadt Jahr für Jahr ein bisschen lebenswerter machen, als sie es ohnehin schon ist. Sie haben hier in Kassel den Rat der Religionen mitbegründet. Was ist das und was soll so ein Gremium bewirken? Nun, das ist ein Treffen, das wir viermal im Jahr auf meine Einladung hin an einem religiös neutralen Ort, dem Kasseler Rathaus, durchführen, wo wir das Verbindende der Religionen miteinander besprechen, wo wir auf Konflikte eingehen, die möglicherweise durch nicht die Religion, sondern durch die durch überzogene Ansprüche, die man hat, auch gerade mit Blick auf das Verhalten anderer entstehen könnten, im Dialog versucht zu entschärfen und auf die Menschen zuzugehen und vor allem eins zu tun, dass die Religionen sich wechselseitig besser kennenlernen. Denn das Kennen und Kennenlernen ist die beste Basis dafür, miteinander vernünftig umzugehen, respektvoll und mit Toleranz. Das hat auch was mit Integration zu tun. Sie haben sich, glaube ich, Integration ja sehr deutlich auf Ihre Fahnen geschrieben. Ist in einer Stadt wie Kassel auch notwendig? 13% kann das sein, ausländische Mitbürger? Ja, das sind die, die keinen deutschen Pass haben. Aber Menschen, die eine Integrationsgeschichte haben, weil sie selber oder ihre Eltern hierher gezogen sind, das sind ein Drittel aller Kassler. Und bei den jungen Leuten ist es jeder Zweite. Und daraus ergibt sich notwendig, dass wenn wir die Stadt zusammenhalten wollen, wenn wir eine Stadtgesellschaft behalten wollen, trotz der Vielfalt und Unterschiedlichkeit, wir viel miteinander tun müssen, viel voneinander lernen müssen und auch die notwendige Toleranz aufbringen. Das Integration ist aus meiner Sicht keine Kür in einer großen Stadt, sondern das ist Pflicht, wenn man die Gesellschaft nicht in unterschiedliche Kieze, wo keiner mehr sich traut, in den anderen zu gehen, auseinanderfallen lassen kann. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg und der Rat der Religion ist ein Baustein auf diesem Wege. Fast erübrigt sich die Frage, aber ich würde sie gern trotzdem stellen, braucht so eine moderne Stadt wie Kassel, so eine weltoffene Stadt wie Kassel, so eine moderne Gesellschaft, wie wir sie hier in Kassel finden, braucht so eine Gesellschaft noch die Kirche oder die Kirchen? Ich bin überzeugt, sie braucht die Kirchen, weil der Glaube ein Stück Halt gibt. Manchmal merkt man das erst in schwierigen Situationen, wenn persönlich irgendetwas richtig schief geht oder wenn man in einer Konfliktsituation steckt und dann einfach versucht, sich zu orientieren und ein Stück Halt zu finden. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und etwas, was jeden Menschen ganz individuell nützt, jenseits der Fragen, was die entsprechenden Amtskirchen mit Blick auf die Entwicklung und die Interpretation ihrer Religion tun. Insofern ist Religion etwas ganz Praktisches, was den Lebensalltag vieler Menschen ein Stückchen leichter machen kann. Ist der Oberbürgermeister von Kassel Teetrinker oder Kaffeetrinker? Ich bin Kaffeetrinker. Das ist sehr schön, denn ich habe hier eine Tasse für Sie. Da könnte man zur Not auch Tee raustrinken. Wir haben eine Talk am Dom-Tasse, die ich Ihnen also ganz gerne mitgeben würde. Da steht jetzt nicht Talk am Dom spezial drauf, aber immerhin Talk am Dom. Vielleicht als kleine Erinnerung an unser Gespräch heute, wenn Sie dann also demnächst Ihren Bürokaffee ab und an mal daraus trinken.
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dafür, dass Sie heute hier waren bei Talk am Dom Spezial. Herzlichen Dank all denjenigen, die hinter und vor den Kulissen kräftig mitgemacht haben. Natürlich Ihnen, die Sie an den Bildschirmen und Monitoren uns zugeschaut haben. Vor allen Dingen aber herzlichen Dank an den Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Bertram Hilgen. Vielen Dank.